Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas ganz Besonderes, denn die liebe Tara vom Kanal Tamtam Beauty hat neue Produkte gelauncht und ich meine sogar, dass ihr Video gerade erst um 18 Uhr online gegangen ist. Ich habe extra eben nochmal nachgeschaut und es steht bei ihr auf Instagram 18 Uhr. Deswegen bitte lyncht mich nicht. Mein Video kommt selbstverständlich nach ihrem Video. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kollegen Produkte oder Produktneuheiten vorwegnehmen. Also schaut auf jeden Fall erstmal bei ihrem Video vorbei. Ich setze euch ihr Video einmal unten in die Infobox. Und ja, ich habe heute Morgen bei DM alle Produkte schon gefunden und selbstverständlich alle gekauft. Und ich glaube, es könnte eine ganz spannende Geschichte werden hier heute. Ich bin richtig gespannt. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Tara, für die, ich glaube, es ist die dritte Kollektion schon, die du im DM hast oder die sie im DM hat. Also eine ganz, ganz tolle Sache und wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Das ist extrem schwierig, in so eine Drogerie reinzukommen und das zum dritten Mal in Folge. Mega. Die ersten beiden Launches habe ich so ein bisschen nicht verpennt unbedingt, aber ich habe dann einfach noch nicht so viel aktiv YouTube gemacht. Und jetzt dachte ich mir, okay, sie ist eine Kollegin. Ich supporte immer Kollegen und vor allen Dingen No Schleim, aber ich kenne Tara vom Sehen. Man sagt sich Hallo und sie ist wirklich eine der wenigen, die wirklich nett ist. Nicht nur so, hi, sondern wirklich nett. Egal, das soll aber nicht zur Sache tun, Freunde. Wir fangen jetzt an. Es gibt wirklich viele, viele Produkte. Ich hatte heute eigentlich ein anderes Video geplant, deswegen habe ich schon so ein bisschen Base drauf. Ist aber schon eine Weile her. Das heißt, wir können gleich noch mal ein bisschen unter den Augen setten. Ich bin ein bisschen ölig geworden. Blush geht eh immer. Bronzer, ja, ihr kennt das Spiel. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen an. Freunde, falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist die letzte Woche bevor. Naja, und ich bin da und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werdet und den Kanal einmal hier unten abonniert. Das kostet euch nichts. Für euch ist es nur ein Klick. Für mich bedeutet es tatsächlich die Welt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Freunde. Okay, womit fangen wir an? Ich glaube, ich zeige euch erstmal ein Produkt, was ich jetzt nicht benutzen werde, weil ich einfach schon meine Base drauf habe. Aber ich erinnere mich an den anderen Schwamm. Den hatte ich damals nämlich auch von Tamtam. Und das ist der Perfect Sponge. Tolles Produkt. Ich mag ihn total gerne. Da ich meine Base jetzt schon drauf habe, mache ich es jetzt natürlich nicht. Aber ein wirklich gutes Produkt. Hinten steht auf jedem Produkt übrigens ein kleines Zitat oder ein kleiner Text von Tara selber drauf. Hier steht wirklich, alle waren davon begeistert und er ist mein Favorit, der Beauty Sponge. Seine Spitze ist so präzise und sie bleibt nach Monaten auch so. Er ist nicht zu weich, nicht zu hart, mein täglicher Begleiter. Süße Texte stehen wirklich immer hinten drauf. Ich muss sagen, diese ganze Kollektion ist ja so ein bisschen um ihre Hochzeit rumherum geplant worden und sie hat, glaube ich, auch vor kurzem geheiratet. Und das Ganze ist so daran angelehnt. Und wenn ich euch jetzt die nächsten Produkte zeige, das merkt man schon, finde ich, auch vom Packaging, was sehr. Das ist extrem schön für Drogerie-Make-up. Was ja, also Drogerie-Make-up klingt immer abwertend. Ihr kennt mich. Mein Kanal besteht aus Drogerie-Make-up. Aber also es ist natürlich Plastik, aber es ist extrem hartes Plastik. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist beispielsweise jetzt das Puder, das ist so ein bisschen erhaben und ist so leicht. Nee, das sind Blumen, kein Marmormuster. Ist so leicht floral, sehr elegant, sehr schick. Ich liebe dieses Beige im Moment eh. Ihr kennt den Vibe hier hinter mir. Das sind so genau meine Farben. Wir fangen an, glaube ich, mit dem Puder, was ich mir jetzt erstmal so ein bisschen unter die Augen geben möchte. In dem Puder sind 15 Gramm drin. Das kommt mit einer Puderquaste, Standard. Und dann ist hier einmal so ein Aufkleber mit drauf. Und ihr seht vielleicht unter meinen Augen gerade so eine Linie. Das liegt daran, dass meine Haut unter den Augen extrem trocken ist und die Öle hier so ein bisschen durchkommen. Und dann sieht das immer so hart aus. Das ist nicht parfümiert, finde ich gut. No shade, ne? Das Jeffree Star Puder, ich lieb's. We know, ne? Nutzen wir nicht mehr hier. Aber dieser Geruch, der geht mir so dermaßen auf den Senkel, das glaubt ihr mir nicht. Ich trage das Puder heute mal mit der Puderquaste von Tati Beauty auf. Das mag ich tatsächlich im Moment sehr, sehr gerne. Ich nehme einfach mal so ein bisschen hier rauf und setze das hier unten unter meine Augen. Ich meine, gab es dieses Banana Puder. Look how bright she is. Dieses Banana Puder, das war für mich ein bisschen dunkel, deswegen freue ich mich, dass es jetzt auch ein transparent ist es, translucent oder transparent Puder gibt. Auf jeden Fall brightet es extrem. Ich lieb's und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich, je weißer ich unter den Augen beim Baken aussehe, desto besser ist das Ergebnis am Ende.
Bringt es was? Ich habe keine Ahnung. Sieht's gut aus? Macht es Spaß? Definitiv. Ich gebe auch hier gleich nochmal so ein bisschen was unter meine Kontur. Wenn ihr nicht zu trockene Haut habt, Freunde, und euer Gesicht so ein bisschen ölig wird im Laufe des Tages und dann nicht mehr ganz so frisch aussieht, bei mir funktioniert's, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kann den ganzen Tag über nachbägen. Macht das Sinn? Also, wenn ich merke, so nach ein paar Stunden, dass das sich dann so ein bisschen versetzt, alles im Gesicht, nehme ich einfach diese Quaste oder mein Beauty Sponge und gehe mit dem Puder einfach nochmal komplett unter die Augen und lasse das dann ein Momentchen drauf. Und dann, finde ich, hatte ich das Gefühl, dass das dann wieder aussieht wie neu. Ich lasse das Ganze einmal kurz drauf und ich zeige euch als erstes die Face-Palette. Denn in dieser Face-Palette sind 5 verschiedene Farben drin. Wir haben einmal ein gepresstes Bananapuder, ein Highlighter, ein Blush und dann 2 Töne, die ich nicht ganz so einordnen kann. Also Earth sieht beispielsweise so ein bisschen aus wie ein Contourton und Soulmate eher wie so ein Bronze, aber doch recht warm. Ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal meinen Baking Puder weg. Also First Impression vom Puder war das sehr gut und es brightet auch definitiv unter den Augen. Also wenn ihr einen hellen Effekt unter den Augen haben wollt, funktioniert das damit sehr gut. Ich finde es bei ihr eh immer so krass, wie hell es unter ihren Augen ist. Deswegen benutze ich jetzt als erstes mal das Banana Puder. Auch hier das Packaging. Okay, she's yellow. Okay, she's bright. Habt ihr es gesehen? Also ihr wisst ja, ich habe ja schon Probleme mit meinen Augenringen und es gibt von Dragon Beauty ja auch diese Puder. Allerdings erstmal A, gebe ich keine 70.000 Euro für Versand und Shipping und Zoll aus und für das Produkt, wenn ich das von einer deutschen Kollegin haben kann. No, no shade gegen Nikita Dragon. Aber ihr habt, glaube ich, sofort gesehen, dass es unter meinen Augen sehr, sehr gebrightet hat. Wenn ich das Ganze dann gleich sette mit einem Spray, dann wird das Ganze auch wieder so ein bisschen weicher. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen pudrig. Ich habe auch eben gerade gebaked. Ich will euch einfach wirklich nur so viele Farben, wie es geht, jetzt einfach zeigen und so ein bisschen demonstrieren, dass ihr ungefähr einen Eindruck habt, wie die Produkte aussehen und wie sie funktionieren. Der nächste Schritt, ich nehme denselben Pinsel, ist tatsächlich jetzt hier Earth und Soulmate. Ich gehe einfach in beide mit rein, weil ich keine Ahnung habe. Geht doch erstmal nur in Soulmate. Die haben ein bisschen Kickback, die Farben. Finde ich jetzt aber so bei... Ihr wisst es, ich finde es gar nicht schlimm. Guckt mal, der ist gar nicht so warm, wenn ich den so mische. Earth ist wirklich ein Contouring-Ton. Ihr seht sofort, dass es recht grau ist, beziehungsweise recht kühl ist. Ich blende das Ganze nochmal hier so ein bisschen mit Earth aus. Also beide Farben zusammen sind sehr schön. Es sieht natürlich jetzt auch im Verhältnis zu meiner Stirn und zu unter meinem unteren Augenbereich natürlich krass aus, aber ihr kennt mich. Es kann ja bei mir nicht hell genug unter den Augen sein. Deckweiß ist schon fast zu dunkel. Und jetzt probieren wir... Wow, mein Gehirn sollte wieder auf Hochtouren. Jetzt probieren wir den Blushton. Das ist die Farbe Baby. Und das ist auch ganz spannend. Das sieht so ein bisschen kühler aus, nicht so warm. Das ist ein sehr erwachsener Ton. Nicht zu pink, nicht zu rosy, sondern sehr, sehr kühl. Und ich glaube, und das finde ich ganz toll, dass die Palette für so meine Haut und dunkler sehr, sehr gut funktioniert, weil die Farben halt auch so genau dafür angepasst sind. Ne? Also das Banana Puder ist nicht gelb unter den Augen, ihr seht es ja, aber der Blushton ist toll. Das sieht sehr erwachsen aus. Ich weiß eh schon, immer wenn ich was Gutes über Kollegen sage, dann bin ich... Ein Arschkriecher. Wir nehmen den Highlighter und gehen in die Farbe Diamond. Aber das Schöne ist ja, ihr wisst ja, dass, also ihr seht ja, was ich hier tue. Ne? Ja, sehr intensiver Highlighter. Geht so ein bisschen in diese Champagner-Richtung. Cute. Wow, okay. Kann ich nichts zu sagen. Ich finde es schön. Und da stand, glaube ich, auch auf der Verpackung mit drauf, dass sie alles in einer Palette haben wollte, dass sie nicht 250 verschiedene Sachen mitnehmen musste. Gute Sache für den Urlaub. Ich fahre jetzt demnächst weg, nächste Woche. Da nehme ich die mit, weil sie halt sehr, da ist halt alles drin, was du brauchst. Da musst du nicht noch ein Blush hier, noch ein Puder da, noch ein bisschen Bronzer hier, ein bisschen Contour da, sondern hast du eine Palette, kannst du mitnehmen. Und ich glaube, die hat 12,95 Euro gekostet. Also für das, was du da drin hast, für 5 Farben, kannst du mitnehmen. Crazy. Okay, ich glaube, wir machen weiter mit den Augen, denn jetzt wird es nämlich spannend. Sie hat tatsächlich 2 Lashes auch noch mit rausgebracht, in Zusammenarbeit mit Adele. Und das ist einmal die 250 und die 254. Packaging ist dieses klassische Adele-Packaging. Aber ich hole euch ein Stückchen heran und dann zaubern wir einen wunderschönen Braut-Augen-Make-up
einen wunderschönen Brautaugen-Make-up. Tschüss. Okay, ich glaube, ich war wirklich noch nie so hell unter meinen Augen wie heute und I stan. Das ist einmal die Palette und diese hat 10 verschiedene Farben drin und ich zeige sie euch einmal hier. Sehr schöne Alltagsfarben und den Fliederton finde ich ganz spannend. Die Farbe Secret, ich swatche sie euch einmal kurz, weil ich glaube, dass ich sie nicht benutzen werde. Das ist halt auch nicht so ein extremes Kinderlila, sondern so ein zarter Fliederton. Auf der Verpackung stand drauf, dass sie empfiehlt, den Ton an die untere Wimpern, an den unteren Wimpernkranz zu machen. Vielleicht machen wir es doch. Bin gespannt. Ich nehme als erstes einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Promise. Das ist dieses schöne Backsteinrot hier. Pinsel sieht gut voll aus. Ich habe hier übrigens auch noch den Sticker drauf gelassen, damit es nicht so blendet. Aber I need a Spiegel in my life. Oh, das ist das schönste Geräusch. Die Farbe Promise setze ich mir direkt einmal hier in meine Lidfalte. Und das macht auch schon Sinn. Also klar könnte man jetzt sagen, eine Warmtone-Palette und so. Aber das Ganze ist ja eine Braut-Make-up-Kollektion. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist und werde in meinem Leben wahrscheinlich keine Braut mehr werden, sondern eher ein Bräutigam. Möchte ich auch nicht mit neongrünem Cut, Crease und Sternchen vor den Altar oder vor wo auch immer man heiratet marschieren. Da finde ich so eine Warmtone-Palette schon ganz schön. Und ich weiß, dass viele ihre Hochzeiten auch verschoben haben aufgrund von bestimmten Gegebenheiten dieses Jahr. Und da würde das, glaube ich, ganz gut passen. Ich setze mir die einfach jetzt erstmal hier so ein bisschen in die Crease und platziere mir die Farbe schon mal so und blende sie mit der Farbe Love aus. Das ist so ein zarter Rosenholzton und ist perfekt, um die Farbe auszublenden. Ihr wisst, ich liebe es und ich brauche in einer Palette Farben, die ich miteinander ausblenden kann. Es bringt mir nichts, wenn ich, und das verstehe ich bei diesen bunten Paletten ehrlich gesagt nicht, wenn ich 10 verschiedene Farben drin habe, ich aber keine mit der anderen ausblenden kann, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist Regenbogen auf meinen Augen. Ich möchte nicht jeden Tag Regenbogen tragen. Lassen sich sehr schön aufbauen, die Farben, und auch gut miteinander verblenden. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie euer Braut-Make-up ausgesehen hat oder am besten aussehen würde. Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung? Vielleicht heiratet ihr ja auch bald. Das ist die Videofrage, Videokommentar, Engagement-Punkt für dieses Video tatsächlich. Das würde mich wirklich interessieren. Also meine Brautpalette hätte wahrscheinlich so ein bisschen so ausgesehen, wie die Camel-Palette von Natasha Denona, vielleicht noch mit einem dunkleren Ton wie hier die Farbe Finally, weil das so zu meiner Hautfarbe vielleicht passen würde. Aber Tara ist auch viel, viel dunkler als ich. Das heißt also, sie braucht auch andere Farben und da stehen ja auch andere Farben. Und wir lieben Diversität in Make-up. Sehr, sehr schön. Ich dunkle das Ganze mit der Farbe Finally ab. Und ich glaube, das ist kein richtiges Schwarz, sondern eher so ein, ja, auch so ein sehr, sehr dunkles Braun. Schwarz ist dann, glaube ich, auch meistens immer zu intens. Amazing! Auf mein bewegliches Lid nehme ich jetzt mit einem flachen synthetischen Pinsel als erstes die Farbe Home. Das ist ein Goldton, die fühlt sich sehr, sehr cremig an. Und damit ziehe ich mir eine Cut Crease vorne. Creme, cremig. Also die matten Farben sind etwas trockener, was nicht schlecht ist. Die lassen sich dadurch einfach sehr, sehr gut verblenden. Aber die Schimmerfarben, hulala. Und das blende ich mit Loyal aus. Sehr intens. Sehr intens. Schön. Sehr, sehr schöne Farben. Ging einfach. Passt zum Konzept. Top. Ich mache mir einmal die Lashes drauf. Und zwar benutze ich die 254 von Tara und Adele. Und bin gleich wieder zurück. So, ich habe die Lashes einmal raufgeklebt. Also Adele und Ailur, so, das sind schon die besten Lashes in der Drogerie, finde ich. Ging sehr, sehr gut drauf. Sehen sehr schön aus. Sie sind nicht zu lang. Also ich musste sie jetzt auch gar nicht schneiden. Sie haben bei mir perfekt gepasst. Ich finde es krass, ich habe euch das einmal kurz abgefilmt. Die Lashes, die sind so zweidimensional. Es gibt eine Schicht Lashes und dann gibt es noch eine Schicht Lashes, die dann so hoch geht. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch ist. Sieht auch so aus, ja, die 250. Also sitzen sehr schön, fühlen sich nicht schwer an. Cool. Nice. Jetzt, Freunde, habe ich noch zwei Produkte. Und zwar ist das ein Lipkit, beziehungsweise zwei Lipkits. Es gibt hier einmal die Farbe First und Date. Oh, süß. Und dann Honey Moon. Wow, okay, iconic. Ich trage als erstes mal First Date auf. Wir haben nämlich einen Lip Liner dabei. Okay, der ist präzise. Ist ein Rot, ne? Aber es geht nicht so in dieses Rot-Rot, sondern so ganz leicht in die Rosé-Richtung. Lip Liner ist toll. Mhm. Schön spitz. Und jetzt gebe ich diesen, ich glaube, das ist ein Gloss, ne? Lipgloss, ja. Das gebe ich einmal rüber.
Das Füßchen ist so ein klassisches Lipgloss-Flüßchen. Füßchen? Meine Lippen sind so trocken wie mein Humor heute. Und da sind, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so ganz leichte Glitzerreflexe mal drin. Der hat gut Farbe. Also, warte mal, ich habe ja die Lippe noch so ein bisschen ausgelassen. Sehe ich schon aus wie Tara. Ich habe ehrlich gesagt, ich mag gar keinen roten Lippenstift. Sieht bei mir immer komisch aus. Also, es sieht ja eh bei mir schon komisch aus, finde ich, Lippenstift. Aber mit rotem Lippenstift bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Das ist aber nicht so ein klassisches Rot, sondern das ist wirklich so ein leicht fuchsia, leicht rot. Und dann durch diese Reflexe sieht das Ganze eh nochmal anders aus. Der hat extrem gut Farbe und sieht richtig, richtig schön aus. Also auch zu dem Augen-Make-up. Wow. Ich mache das Spektakel einmal kurz ab. Einmal so ein bisschen mit meinem Schwamm rüber. Hi. Und jetzt, wo ist die andere Farbe? Oh Gott, habe ich sie verloren? Nein, wo ist sie? Hier. Für Honey. Okay, sie ist sehr hell. Das ist eine sehr erwachsene Farbe. Ich finde sie für mich persönlich ein bisschen zu hell. Mit dem Gloss. Ist da auch ein Gloss? Ja. Ja, schon süß, ne? Ganz leicht milchig. Ich hätte eine andere Lip-Liner-Farbe genommen. Aber die Farbe ist fantastisch so. Und das, Freunde, ist einmal der Look mit den TamTam Beauty Bridal Collection Neuheiten. Ganz ehrlich, fantastisch. Erstmal, ich liebe es, dass es eine ganze Kollektion ist. Das Puder, mega. Ich glaube, mein Favorit ist tatsächlich diese Face-Palette, weil da alles mit drin war. Die Farben sind wirklich für viele, viele Leute, glaube ich, funktional. Das Banana Powder. Hätte ich auch gern rausgebracht, bin ich ehrlich. Lidschattenpalette hat gut funktioniert, ist jetzt recht klassisch. Ich finde den Fliederton sehr, sehr schön, er ist immer noch gut zu erkennen. Die Schimmertöne auch fantastisch. Die matten Töne sind halt matte Töne, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man das ganze Konzept so ein bisschen schön findet. Und ich glaube, für die Hochzeit, also ich würde so heiraten. Danny? Hallo? Nein, wirklich, ohne Spaß, ich würde so heiraten. Sehr, sehr schöne Kollektion. Ihr kennt das Spiel, wenn Influencer was rausbringen, dann bringen sie es auch richtig raus. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Kollektion sagt. Herzlichen Glückwunsch, Tara. Schön, dass ihr heute mit dabei wart, Freunde. Falls ihr ein bisschen Spaß hattet, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und falls ihr hier neu wart und immer noch dran seid, jetzt könntet ihr den Kanal auch abonnieren. Ich danke euch, wünsche euch einen zauberhaften Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.